Musik macht etwas mit Menschen, Musik fühlt sich einfach gut an. Und es ist mir deshalb eine große Freude, heute Morgen hier zu sein und Sie alle im Namen der Stadt Duisburg zum Preisträgerkonzert der Köhler-Ostbach-Stiftung im Theater der Stadt Duisburg herzlich willkommen zu heißen. In den vergangenen mittlerweile 21 Jahren durften sich bereits zahlreiche, ich habe gerade gelesen, knapp 100 junge Musikerinnen und Musiker über die großzügige finanzielle Unterstützung der Köhler-Ostbach-Stiftung freuen. Für die Stadt Duisburg, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben die Förderpreise eine nicht zu unterschätzende Außenwirkung. Neben dem Duisburger Musikpreis, der jährlich an international bekannte und verdiente Persönlichkeiten verliehen wird, sind auch die heute zu vergebenden Preise überregional beachtete Auszeichnungen. Bereits jetzt möchte ich mich dafür bei der Köhler-Ostbach-Stiftung, bei Frau Findelberg, bei Herrn Kerkhoff und insbesondere bei Ihnen, verehrte Frau Findeisen, sehr herzlich bedanken. Ihr engagierter Einsatz und Ihre Weitsicht halten das Lebenswerk des Stifter-Ehepaars lebendig. Ihnen, der Köhler-Ostbach-Stiftung, herzlichen Dank dafür. Qualifizierte und fundierte Arbeit geleistet wird. Dr. Herbert Köhler und seine Frau Ingeborg haben sich Mitte der 80er Jahre entschlossen, mit einem Teil ihres Vermögens eine Stiftung zur Förderung des Kulturlebens für Duisburg einzurichten. Die Gründung der Stiftung erfolgte bereits im Juni 1986. Die Initiative zur Förderung junger Musiker der Folkwang-Universität der Künste und der Musik- und Kunstschule wurde im Jahr 1994 ins Leben gerufen. Die Besonderheit dieses Preises hat soeben unser Oberbürgermeister betont. Diese enge Verzahnung der Musikschule mit der Hochschule innerhalb eines Wettbewerbs, der rein leistungsorientiert ausgerichtet ist, gibt den Musikschülerinnen und Schülern die Chance zu einer persönlichen Standortbestimmung. Die Auslobung eines Preises speziell für in Duisburg tätige Musikpädagogen, der 1999 von der Stiftung ausgelobt wurde, eine besondere Stellung ein. Denn mit diesem jährlich verliehenen Preis wird die Arbeit der Menschen gewürdigt, die selten im Rampenlicht stehen, aber ohne ihren persönlichen Einsatz, ihre fachliche, qualifizierte und gleichzeitig verständnisvolle und einfühlsame Begleitung sind Erfolge in diesem Bereich nicht denkbar. Keiner der heute Ausgezeichneten hat zu Beginn seines Instrumentalunterrichts je damit gerechnet, einmal den Förderpreis der Köhler-Ostbach-Stiftung erhalten zu können. Aber beim aktuellen Stand der Ausbildung kommt diese Auszeichnung für Sarah Seppendorf und die drei jungen Musiker des Junk-Trios zum richtigen Zeitpunkt. Deswegen geht unser Dank an die Vertretung der Stiftung und natürlich besonders an dich, liebe Brigitte Findeisen, für dein unermüdliches Engagement. Sowie an Sie, lieber Herr Professor Engel, für die jahrelange wunderbare Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen und Ihren fachlichen Rat in der gemeinsamen Juryarbeit. Herzlichen Dank auch an Sie, verehrte Gäste, für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Mein Dank geht natürlich ganz besonders an die Köhler-Ostbach-Stiftung. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was uns diese Förderung bedeutet. Die Folkwang-Universität der Künste ist wirklich sehr, sehr dankbar für diese Förderung. Wir erhalten ja wirklich jedes Jahr 5.000 Euro für unsere Preisträger. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Menge Geld, gerade heutzutage, für eine Stiftung auch, die von den Zinsen leben muss. Und unsere Dankbarkeit möchte ich noch mal ganz besonders herzlich ausdrücken. Gleichzeitig möchte ich Ihnen auch sagen, dass vielleicht der schönste Ausdruck unserer Dankbarkeit ist natürlich die Qualität der Preisträger.
wie Sie zum Beispiel jetzt gehört haben. Und viele von Ihren Preisträgern der Köhler-Ostbach-Stiftung stehen am Anfang einer großen Karriere. Manche sind hinterher große international erfolgreiche Solisten geworden. Und die tragen dann den Namen ihrer Stiftung ja schließlich mit in Form ihrer Lebensläufe in die ganze Welt. Und ich bin ein wenig stolz darauf, dass wir Ihnen ein bisschen von dem, was Sie uns geben, auf diese Weise zurückgeben können. Herzlichen Dank. Kommen wir nun zur Auszeichnung unserer Preisträger. Wir beginnen mit der Musikgrundschule und möchten die Sarah Seppendorf nach vorne bitten. Ihr Gegenstand, Ihr Ziel ist das Vermitteln, Lehren und Lernen von Musik. Und dafür braucht es kompetente und engagierte Pädagoginnen und Pädagogen. Und die haben wir in der Anne-Volkwang-Schule in Essen und insbesondere an unserer Musik- und Kunstschule in ausreichendem, hervorragendem Maße. An dieser Stelle beiden ganz herzlichen Dank. Und vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel, diese Arbeit auch öffentlich stärker ins Bewusstsein zu rücken und zu würdigen, hat der Stiftungsgründer Herbert Köhler Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrtausends den Musikpädagogikpreis ins Leben gerufen. Auch für das Jahr 2050 hat sich die Köhler-Ostbach-Stiftung entschlossen, diese Auszeichnung wieder sowohl als Personen- wie auch als Projektpreis zu vergeben. Träger des diesjährigen Personenpreises ist Thomas Bauer von der Musik- und Kunstschule Duisburg. Dort ist Herr Bauer seit Januar 1996 als Musikschullehrer für das Instrument Violine tätig. Neben dieser, seiner Kerntätigkeit, hat er seit 1998 aber auch die Leitung des Erwachsenenorchesters der Musikschule inne. Nachhaltige Arbeit mit diesem Orchester, das inzwischen Intermezzo Sinfonico heißt, ist nicht nur eine besondere musikpädagogische Leistung, sondern prägt inzwischen das städtische Musikleben mit. Thomas Bauer setzt damit innovative instrumentalpädagogische Akzente und wird daher mit dem diesjährigen Personenkreis der Köhler-Ostbach-Stiftung ausgezeichnet. Der diesjährige Projektpreis geht zu gleichen Teilen an die Gesamtschule Meidrich und die Gesamtschule Duisburg-Süd. Hintergrund hierfür ist das von der Education-Abteilung der Duisburger Philharmoniker entwickelte Konzertformat Virtuosen von morgen, das kombiniert mit dem Schulprojekt School of Classic in dieser Konzertsaison erstmals durchgeführt wurde. Ich darf nun Frau Ute Gibbels sowie am Projekt beteiligte Schülerinnen und Schüler stellvertretend für die Gesamtschule Süd und Herrn Dr. Philipp Reisner ebenso mit den am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schülern für die Gesamtschule Duisburg-Meidrich zu mir bitten, damit ich Urkunden und Preisgeld überreichen kann. Abschließend aber aus meiner
meiner Sicht unverzichtbar ist an dieser Stelle auch nochmals der herzliche Dank an die Köhler-Ospach-Stiftung, sehr geehrte Frau Finkelberg, Ihnen, sehr geehrte Frau Findeisendorf, Ihnen, sehr geehrter Herr Kerkhoff, für nunmehr 16 Jahre kontinuierlich erfolgende Würdigung, Auszeichnung und Prämierung musikpädagogischen Wirkens in Duisburg. Dafür im Namen aller Preisträger, aber auch von mir ganz persönlich meinen ganz herzlichen Dank und Glück auf. Thank you.